Zuletzt bei Resident Evil. Mithilfe des Adler- und Wolf-Symbols konnten wir den Weg zum geheimen Umbrella-Forschungslabor freilegen. Und hier enthüllen sich nun langsam alle Geheimnisse. Das T-Virus wurde freigesetzt und die gesamte Anlage sollte zerstört werden, damit alles publik wird. Wie wir nun allerdings aus der Zukunft wissen, ist die Anlage nicht zerstört worden. Das heißt, all die Geheimnisse, die hier sind, lauern immer noch hier unten. Die gesamten Motive sind uns noch nicht bekannt, aber Stück für Stück bringen wir Licht ins Dunkel. Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück aus der Forschungsstation unter dem Anwesen und aus dem Ort, wo wahrscheinlich der Virus ausgebrochen ist und wo man unter allen Umständen versucht hat, diesen Virus oder die Info über den Virus aufzuhalten. Wir haben beim letzten Mal hier einen Safe-Raum erreicht, was sehr, sehr schön war. Und ich sehe, dass hier ein Aufzug ist. Das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken? Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Okay. Wie immer. In diesem Spiel ist nie Strom da. Oh, aber ich höre schon Strom. Das klingt gut. So, und jetzt gucken wir einfach mal nach, was hier abgeht. Weil ich glaube, das hier könnte der Hochspannungsraum sein. Wir haben in den Notizen von Josh letztes Mal mitbekommen, dass es im... Oh, ich höre es doch schon wieder. Das ist im Hochspannungsraum. Da sind sie wieder, ne? So, zwei Schuss, ne? Sehr gut. Boah, ist das ekelhaft. Das ist im Hochspannungsraum gibt es einen Selbstzerstörungsknopf, haben wir gelernt. Hier krabbelt doch schon wieder irgendwas. Da ist noch einer. Aufpassen, der lebt noch. Und jetzt nicht mehr. Sehr schön. Immer zwei Schuss. Das ist gut berechenbar. Das macht diese Gegner sehr planbar. Das mag ich. Aber ich höre hier nochmal was. Hier ist nochmal irgendwo mindestens einer. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Oh, ich habe drüber geschossen. Eins. Zwei. Okay. Der lebt noch? Jetzt nicht mehr, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Okay. So, und hier gibt es auf jeden Fall auch Sachen zu looten. Was haben wir hier? Treibstoff nicht schütten. Ah! Das ist genau der Treibstoff, den wir in dem Labor brauchen. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Aha. Und ich weiß doch schon genau, Freunde, wo ich die hinbringen muss. Sehr schön. Das war auch schon alles, was es hier zu tun gibt. Aber ich sehe auch gerade schon, es gibt hier noch eine Tür, durch die wir durchgehen können. Und die ist sogar offen. Alles klar. Mal sehen, wo die mich hinführt. Wir brauchen ja auch immer noch ein Kartenlese... Och, ich höre sie doch schon wieder. Ich brauche immer noch ein Kartenlesegerät für meine letzte Diskette. Okay. Eins. Zwei. Wo kommen die alle her? Die kommen alle aus den Lüftungsschächten gekrochen. Diese Drecksbiester. Eins. Zwei. So, zack, weg mit dir. Und da kommt noch einer. Bruder, kommen die unendlich da raus? Ist das ein unendlicher Spawner für die? Hier gibt es aber auch ein Item, was ich looten kann. Das habe ich noch nicht gefunden. Oh, Bruder, da ist noch einer. Halt doch dein Maul. Aber da ist auch eine Batterie, die ich auf jeden Fall noch aufheben will. Ich habe bald keine Gewehrmunition mehr, wenn das so weitergeht, ne? Okay, aber den hatte ich davor schon mal getroffen. Okay. Sehr gut. Ja, hier ist das letzte Gerät. Hier ist das letzte Gerät. Super gut, super gut. Damit kommen wir jetzt dann auch durch diese Tür. Und ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig. So, und zum Looten gibt es jetzt ja auch nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt in dem Bereich erstmal alles gelootet, was im Bereich des Möglichen liegt. So, dann packe ich jetzt noch die letzte Gewehrmunition hier rein. 5 Schuss habe ich noch, das muss ich mir merken. Ich meine, wie gesagt, diese Viecher sind zum Glück leicht zu töten, aber munitionsfressend. Das ist das Problem. Also, die stellen jetzt keine große Gefahr für unseren Playthrough dar, aber sie saugen einfach Stück für Stück unsere Munitionsvorräte leer. Und das macht sie so ekelhaft. Aber wir haben jetzt die Tür offen und wir können Treibstoff nachfüllen. Das ist beides extrem,
extrem spannend. Ich weiß auch, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr, wie lange das hier überhaupt geht. Ich habe im letzten Part euch gesagt, hey, das ist vielleicht der letzte Part. Und da haben wir eine komplette, riesige, unterirdische Forschungseinrichtung gefunden, ne? Die nochmal für mindestens 2 oder 3 Parts Content hat. Also, wer weiß, ob es hiernach vorbei ist. Ich weiß es nicht. So. Die Treibstoffkapsel können wir, glaube ich, hier nachfüllen. So, das müsste... Oh, Bruder, hier ist der? Ja, ich habe den nicht verbrannt, ne? Sehr gut. War's das? Ja, das war's. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich gelb von den Leben her. Ja, aber noch ist alles cool. So, dann schau ich mal, ob ich dich hier verwenden kann. Das brauchen sie jetzt nicht. Sicher? Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Kapsel einsetzen? Ja, gerne. Sie haben folgendes. Treibstoffkapsel. Ja, schön. Der Hauptbestandteil des Treibstoffs ist eine Nitro-Verbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Ach du Scheiße. Das ist ärgerlich. Da müssen wir jetzt ganz entspannt das Ding rüberbringen, ne? Ach du Scheiße. Wir laufen hier einfach mit einem Treibstoffbehälter rum, der einfach, der uns um die Ohren fliegt, sobald ich den Joystick ein bisschen zu sehr drücke. Das ist übel, Mann. Das ist sehr, sehr, sehr übel. Da müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig das Ding so richtig auf wie nennt man das? Boah, da gibt's doch so ein... Da gibt's irgendwie so einen Begriff, wenn man sowas ganz, ganz vorsichtig irgendwo hinbringen muss. Als ob man auf, ich weiß nicht, auf Glas laufen würde, auf Glasscheiben, nee, es gibt irgendeinen Begriff dafür. Na, wenn man etwas so ganz vorsichtig irgendwo hinbringen muss, aber ich weiß den gerade nicht. So. Wir dürfen nicht ungeduldig werden, ne? Wir müssen mit dieser Laufgeschwindigkeit jetzt einfach zufrieden sein. Und wir sind jetzt auch schon im Hochspannungsraum. Ich hätte vielleicht doch erst durch die Tür gehen müssen, die wir uns geöffnet haben. Mit den 3 Schaltern und dann hierher kommen, aber... Jetzt haben wir es ja glücklicherweise gleich. Und wir haben auch schon alle Gegner entfernt. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht noch irgendwie schnell, unkontrolliert Gegnern entkommen. Sondern wir können das jetzt, glaube ich, einfach entspannt hier einsetzen. Das brauchen sie nicht. Okay, ich muss damit interagieren, ne? So. Kapsel einsetzen. Ja, bitte. So, und jetzt? Anscheinend ist der Hochspannungsraum mit Treibstoff versorgt worden. Funktioniert jetzt der Aufzug? Das könnte ich mir vorstellen. Oder was ist, wenn ich hier durch die Mitte gehe? Ist da irgendwas? Nee, ne? Auch nicht irgendwie ein Schalter oder so. Nee, alles klar. Okay. Eine Sache möchte ich jetzt aber nochmal ansprechen. Ich finde es sehr weird, dass wir jetzt gar nichts mehr über Barry gelernt haben. Ne? Also, warum er jetzt all das gemacht hat, was er getan hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal hätte ansprechen können, aber ich habe noch nie in Resident Evil einen Charakter angesprochen, ne? Sobald es irgendetwas storymäßig gab, egal ob in Zero oder hier in 1, kam immer eine Zwischensequenz. Also, das Spiel hat ja kein Charaktere-Ansprechensystem. Deswegen glaube ich nicht, dass ich ihn hätte ansprechen müssen, nachdem ich sozusagen hier... Wie hieß sie? Lisa? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, ne? Nachdem ich die erledigt habe. Naja, was soll's. Hebel. Sieht brauchbar aus. Umlegen? Ja, bitte. Trevor hieß sie. Hieß sie Lisa Trevor? Ich glaube schon, ne? So. Und damit ist die Tür offen. Und was befindet sich hier dahinter? Also das ist ja wirklich sehr krass bewacht, ne? Ich denke mir nur immer, wenn ich jetzt in den Bosskampf laufe, ne? Ich bin am Arsch. Ich bin wirklich original am Arsch. Okay, aber da oben ist eine abgesperrte Tür. Oder unten. Die Treppe geht nach unten. Also da werden wir dann noch irgendwas brauchen, was auch immer es ist. Entweder ein Schlüssel oder was anderes. So. What? Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive.
Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing, though. Okay, das ist interessant. Chris, den gibt's ja auch noch, ne? Aber was wir dann noch rausgefunden haben, ist, dass Wesker auch noch Teil des Plans ist. Und dass Barry war ja auch Teil der Verschwörung. Und es ist, wie gesagt, dieses Spiel wirft aktuell so viele Fragen auf. Ich bin echt gespannt, ob die alle noch aufgeklärt werden. Oder ob es vielleicht am Ende des Tages wirklich so ist, dass einfach manche Sachen unbeantwortet bleiben. Oder dass wir manche Sachen nur herausfinden, wenn ich passende Schriftrollen, nicht Schriftrollen, aber, oh, das ist nicht so gut, das ist gar nicht gut. Ja, Feierabend. Aber halt dein Maul jetzt. Schließ nochmal auf. Ja, wusste ich's doch. So. Unsere Munition wird gefressen, aber wir haben noch, Freunde, wir haben noch genügend. Wir haben noch genügend, alles gut. Ich verbrate jetzt mal meine Gewehrmunition. Wenn Boss kommt, haben wir sowieso die Magnum und alles drum und dran. Das ist okay. Einen Schuss habe ich noch. Boah, okay, jetzt muss ich sie doch mal ablegen. Mit einem Schuss wäre es unverantwortlich, jetzt weiterzugehen. Da wechsle ich jetzt, glaube ich, doch wieder auf meine Pistole. Dieses Spiel baut gerade so einen epischen Final-Wipe auf. So diese, wirklich diese Suche nach. Diese Suche nach der Wahrheit. So dieses, was zur Hölle ist hier los? Ich habe selten in einem Spiel so das Verlangen gespürt, immer und immer weiter zocken zu wollen, um eben herauszufinden, was hier vorgeht. Das finde ich so stark an diesem Spiel, wirklich. Haben sie saugut gemacht. Vor allem ein Spiel, was dieses Alter hat. Also, ich fange langsam, auch nachdem ich Zero gezockt habe, jetzt aber auch das hier, ich fange wirklich an, so krass zu verstehen, woher die Liebe für das Resident Evil Genre kommt. So, wir müssten Strom haben, oder? Immer noch keine Stromzufuhr. Okay, jetzt wird's skurril. Oh mein Gott, da ist noch eine Tür. In dem Raum, wo ich diese MO-Diskette eingesetzt habe, war noch eine Tür. Ich dachte, dass die Diskette quasi so das große Geheimnis dieses hinteren Raumes war. Ah, alles klar, Freunde. Dann weiß ich doch noch, wo es weitergeht. Ich dachte, dass durch das Einsetzen des Treibstofftankes, dass dadurch der Strom für den Aufzug wieder da ist. Aber offensichtlich nicht. So, da geht's nicht lang. Hier dann, ne? Ja, ah, da waren hier diese Monster. True. Hier war dieser riesige Kakerlaken-Zombie, was auch immer Monster-Spawnpunkt, ne? Oh, ich höre sie doch schon wieder. Ich höre sie doch schon wieder. Und vor allem diesmal habe ich kein Gewehr mehr. Okay, wo? Wo? Hinter mir. Aua. Aua. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin auch fast tot, ne? Ja, da muss dann wohl doch die Magnum her. Ich meine, ich habe 19 Schuss. Aua. Aua. Aufpassen. Da ist noch eins. Oh, Bruder. Das war's mit dir. Das lebt noch? Es hat im Sterben noch nach mir gehackt. Was für ein Drecksbiest. Was für ein Mistvieh. So, ist das jetzt hier eine Sackgasse? Ja. Ich kann jetzt hier wahrscheinlich an dieses Terminal ran, oder? Och nein, da kommt noch eins. Der Selbstzerstörungsmechanismus. Er ist gewaltig. Moment, da muss ich jetzt wieder auf die wechseln. Okay. Ja, aber ich kann den ja erst aktivieren, wenn... Oder? Wenn ich Chris befreit habe und alles. Oder nicht, hier ist auch noch was. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Ja. Sehr gut. Alles klar. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass der Selbstzerstörungsmechanismus hier ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir den bei Gelegenheit noch betätigen. Aber mal sehen. Ich meine, Ziel der ganzen Sache wäre es ja eigentlich, dass das T-Virus gar nicht irgendwie nach draußen gelangt. Das wäre ja das Smarteste.
Aber ich sag mal, die ganzen Forscher wurden ja schon befallen. Die haben alle Briefe, Abschiedsbriefe geschrieben und gesagt, ja, wir wurden befallen, es ist alles vorbei. Und aber die Anlage steht ja noch. Also, und die Hunde waren auch im Wald. Also, ich glaube, das T-Virus hat schon längst den Weg in die Öffentlichkeit geschafft. Das muss ja nur ein Infizierter muss jemand anderen beißen und die Menschheit ist am Arsch. So ungefähr. So. Der Aufzug kommt. Jill. Da ist er wieder. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Warum fragt sie ihn nicht, was los ist? Frag ihn doch, warum. Jill gibt mir wirklich ein bisschen auf den Sack. Die akzeptiert so häufig einfach Dinge, ohne Fragen zu stellen. Frag ihn doch, warum er das tut, was hier los ist. Versuch doch herauszufinden, was hier passiert. Die ist so dumm. Jill ist so ein loster Hauptcharakter. Ich komme nicht drauf klar. So, okay. Wir haben einen L-förmigen Gang. Oh, aber er ist dabei. Das ist korrekt. Ich finde es auch krass, dass sie überall, wo dieses Bio-Siegel hier ist, dieses Biohazard-Siegel, dass sie ohne Schutzanzug und so hier rumlaufen, ne? Da ist Wesker. Jetzt geht's los. Wesker. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him. Okay, verstanden. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. The hell? It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Oha! Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Oh boy. Ich glaube, ich habe nicht genug Waffen dabei. Obwohl doch, ich habe viel Magnum-Munition. Ich glaube, ich habe viel Magnum-Munition. Alter. Damn it! Jill and Barry together. In hell. Können wir uns wenigstens darauf einigen, Wesker zu erschießen? What? Premature. Ah! Okay, das ist gut zu wissen, dass er ihm nicht gehorcht. No, Barry! You viral cultured freak. Boah. Oh boy. Okay, warte mal. Erstmal die Magnum.
Und dann als nächstes muss ich mir mal die Karte angucken. Okay, also ich kann hier auf jeden Fall entlang laufen. Hier lang, ne? Ja. So, da kommt er. So. Wir bleiben hier in Bewegung. Ich glaube, so müsste das eigentlich ganz gut klappen. Wir bleiben in Bewegung. Ja. Nee, das war's doch noch nicht, oder? Nee, das war's noch nicht. Oder? Oder? Wesker, so ein elender Tod, er hält etwas fest. Beobachtungsnotiz. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigungen zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemesseneres Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia von der Veröffentlichung meiner Forschung. Aber ich kann sie abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. Okay. Barry? Barry! Barry! You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Okay. Aber die Frage ist, was hat mir das jetzt hier gebracht? Mit dem Terminal wird anscheinend der Zustand der Wesen in den Kapseln überwacht. So etwas Unheimliches haben sie noch nie gesehen. Da ist dieses Mistvieh, ne? Kann ich hier irgendwo was finden? Einen Schlüssel? Ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Ich meine, das muss mir doch irgendwas gebracht haben, hierher zu kommen, oder? Es gibt ja auch nichts zu looten, laut Karte. Okay. Wir müssen irgendwie Chris halt hier rausbekommen. Die Tür ist elektrisch gesperrt. Anscheinend erfolgt das im Notfall automatisch. Aber das ist nicht so gut. Aber vielleicht ist da was auf der anderen Seite. Einen Moment. Schauen wir mal. Ein Bedienfeld zum Lösen des Notfallschloss. Schloss öffnen? Ja. Okay. Sehr schön. Hey, wie dieser Typ da immer noch liegt, ne? Dieses Vieh. Hieß der nicht? Boah, gab's den nicht? Auch in Zero hieß der nicht irgendwie Proto... Prototyrant oder irgendwie sowas? Oh, das Selbstzerstörungssystem ist aktiviert. Wesker must have set it off. Let's hurry. Aber wir müssen Chris noch rausbekommen. Okay, wir kommen auf jeden Fall safe durch den Aufzug. Hieß es auch nicht irgendwie, dass der Aufzug deaktiviert wird beim Selbstzerstörungssystem irgendwas? Okay, aber wir haben keinen Timer, keinen richtigen. So, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wir müssen doch irgendwie Chris rausholen. Ach so, nee, wir gehen wahrscheinlich zum Selbstzerstörungssystem, oder? Um Wesker irgendwie aufzuhalten. Ich meine, er muss ja da irgendwo rumschimmeln. Oder checke ich jetzt gerade irgendwas nicht?
Vor allem, wie ist dieser Hund wieder aufgestanden? Dem wurde in die Schulter geschossen und der wurde von diesem Prototyranten umgeklatscht. Jetzt steht die Sau einfach immer noch, ne? Okay. Puh. Ey, dieses Spiel, ne? Das hat so eine geile Spannungskurve. Okay, ich glaube, wir laufen nicht hier hin. Oder kann ich sie da deaktivieren? Schauen wir mal nach. Anscheinend hat jemand ihn gestartet. Ah, lol. Okay, nee, ich kann den nicht wieder deaktivieren. Ha. Es ist nicht so gut. Boah, ich hab... Oh nein, gehe ich jetzt drauf? Weil der Timer abgelaufen ist? Okay, Friends. Zum Glück kein Timer. Sonst wäre ich jetzt draufgegangen, weil ich den falschen Weg gegangen bin. Ich kenne mein Glück. Das ist wie da mit dem Tier. Mit dem Neptune High, der mich auch einfach instant vernichtet hat, ne? Weil ich das mit dem Timer irgendwie nicht hinbekommen habe. Ich habe da ein Talent für darin, großartig zu verkacken. So, aber dann müssen wir jetzt auch irgendwie Chris suchen, habe ich das Gefühl, ne? So. Okay. Oh, noch mehr von euch. Oh, Bruder. Zwei von euch. Aber ich muss zu Chris, Mann. Hier, ne? Ja. Let's go, let's go. Wir müssen ihn da irgendwie rausholen. Chris! Das Schloss ist geöffnet. Oh boy, oh boy. Ah, wegen dem Selbstzerstörungsmechanismus werden alle Schlösser geöffnet. Ich verstehe. Sorry, dass du warten musstest. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Ah, den kann man vielleicht auch vergessen. Man kann vielleicht Chris hier unten auch vergessen und dann stirbt er. Ah, das ist safe eine Story-Entscheidung. Schätze ich. Das ist aber interessant. Das ist sehr interessant, ne? Je nachdem, ob man Barry die Waffe gibt oder nicht. Ob man Chris rettet oder nicht. Cool. Come on, let's go. Ja, ich bin schon dabei, Chris. So, aber ich nehme jetzt trotzdem nochmal meine gute Waffe hier, weil da draußen jetzt wieder diese widerlichen Viecher rumlaufen. Holy shit, ey. Wir müssen raus hier. Ja, ich höre sie schon wieder. Aber jetzt mache ich einfach nur noch den Schub. Mir ist alles egal. Aber irgendwie glaube ich noch nicht ganz, dass das der feine Bossfight war. Ich sag's, wie es ist. Da believe ich noch nicht rein. Da believe ich noch gar nicht drin. So, wir haben gut Platz im Inventar gerade. Dann nehme ich die grünen Pflanzen hier mit. Ah, ein bisschen Weed. Noch ein bisschen die grünen Blätter konsumieren. Oh, das kann sein, dass der aufsteht, der Kollege. Ja, war absehbar. Aber ich lasse den jetzt einfach. Sehr gut. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich speichere und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.